Buongiorno, Namaste und herzlich willkommen zum YumOcean Online Yoga Festival 2020. Mein Name ist Annette Heidel und ich bin hier eingeladen von der Laura Caso in ihrem Studio, in ihrer Schule, Yogaschule Erlangen. Die Laura und ich, wir kennen uns, weil ich hier eine Weiterbildung gemacht habe, und zwar Yogatherapie bei dem wundervollen Shridhar. Und du warst aber auch dabei bei YumOcean bereits. Ne? Du warst ja auf der Wiese mit dabei, du warst genau beim Vortrag mit dabei. Genau, es hat geregnet wie verrückt, der ja Tag, dass ich auf der Wiese war. Ich werde das nie vergessen. Das war wunderbar. Ja. Und wir kennen uns auch von Indien. Wir ja haben eine Studienreise zusammen gemacht, das war ganz wunderbar, hatten tolle Erlebnisse. Ja. Haben ein paar Mal das Leben gerettet. Genau. Was machst du heute für uns? Ja, ich möchte zusammen mit Michael Loskan, der auch Lehrer in dieser Schule ist, eine klassische Stunde in der Tradition von Krishnamacharya anbieten. Und der Michael wird die Stunde üben und wird die Anweisungen geben, wie klassisch gemacht wird. Bevor wir diese Stunde beginnen, ich möchte ein paar Konzepte des Yoga an ein paar Konzepte des Yoga erinnern, die wesentlich sind, bevor wir uns auf der Matte sitzen oder stehen. Der erste wichtige Konzept, und das ist nicht nur ein Konzept, ist eine Tatsache, ist, dass Yoga ist eine Disziplin, die verwendet alle Ebene der menschlichen Existenz, das heißt Körper, Atem, Energie, Geist, intellektuelle Ebene, psychische Ebene, spirituelle Ebene, um einen Zweck zu erreichen, die ganz spezifisch ist, und zwar das Erreichen einer stille und friedliche Geist. Das ist der Ziel des Yoga. Patanjali, der berühmte Yogi und Philosoph Indiens, der ungefähr zwischen 250 vor und 250 nach Christus gelebt hat, hat Yoga so definiert. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Das bedeutet, Yoga ist das Nirodha. Nirodha bedeutet das zur Ruhe kommen von Chitta Vritti. Chitta ist die Bezeichnung für den Geist und die Vritti sind die Bewegungen, die Aktivitäten. Chitta Vritti Nirodha bedeutet das zur Ruhe kommen der geistigen Aktivität. Das heißt, Yoga ist ein Zustand des Geistes. Und wenn wir auf der Matte üben, sollen wir das nie vergessen. Wir üben nicht, um eine tolle, so körperliche Erlebnis zu machen. Wir üben nicht, um eine besonders komplexe Körperposition zu erreichen. Wir üben, um diese Stille oder diese friedliche Geist zu erreichen. In andere Worte, der Unterschied zwischen Gymnastik und Yoga ist, in Gymnastik wird der Geist benutzt, um den Körper zu erreichen. Im Yoga wird der Körper benutzt, um den Geist zu erreichen. Mit dieser inneren Haltung sollten wir immer auf der Matte uns geben. Genau. Und wir werden dann so arbeiten, hoffe ich. Genau. Und ich freue mich, mit dir zusammen zu üben.
und dir als Modell zur Verfügung zu stehen. Und wünsche dir viel Spaß und ein angenehmes Üben. Dankeschön. Ich bin jetzt wieder da. Dankeschön. Die Laura ist für mich, ich sage es jetzt trotzdem, eine der großartigsten Lehrerinnen im Yoga, die ich kennenlernen durfte bis jetzt. Das ist so. Das ist tatsächlich so. Und was du gerade gesagt hast, ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Ich habe nämlich mit unserem Oberbürgermeister, den Herrn Dr. Janik, ein Interview geführt. Und da ging es ums Thema Sport und Yoga. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und dann gerade das, was die Laura gerade gesagt hat, nochmal so zum Erklären, was der Unterschied zwischen Sport und Yoga ist. Dankeschön. Ihr Lieben, bevor es losgeht, nochmal eine Bitte. Wenn du kannst, wenn du etwas geben kannst finanziell, dann bitte unterstütz uns über eine Spende in den Yoga YoMotion Fonds. Wir unterstützen damit zum einen Kinder-Yoga-Stunden in Erlangen, kostenfrei in öffentlichen Einrichtungen, und wir finanzieren auch ein bisschen hier unser Projekt, weil ja, unsere Lehrer machen das ja alle kostenfrei, die bekommen keine Gage und das Projekt kostet einfach. Es ist schön, wenn du was geben kannst. Und jetzt ab auf die Matte. Ganz viel Spaß. Danke. Danke. Dann wir beginnen mit einem Mantra, eine klassische Mantra, die am Anfang jeder Praxis rezitiert wird, um erstmal um uns zu verbinden mit der Tradition, mit der Tradition des Yoga und mit der Tradition von Krishnamacharya. Und zweitens, um uns zu erinnern, dass Yoga nicht eine körperliche Praxis ist, nicht eine körperliche Disziplin ist, sondern eine tiefere Bedeutung hat. Es ist eine Erinnerungsmantra. Verbindung und Erinnerung an den Zweck des Yoga. Wir fangen an. Yogena cittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena Yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankhachak Krasidharinam Sahasrashirasam Shvetam Pranamami Patanjalim Shri Mate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Dankeschön. Und wir beginnen nach der Mantra mit der Vorbereitung der Motor unserer Praxis, und das ist unser Atem. Nimm eine bequeme Sitz, eine bequeme und gerade Sitzhaltung ein. Nimm den Kontakt mit dem Boden wahr. Nimm die gesamte Basis deine Sitzhaltung war, Gesäßmuskel, Beine und Füße. Entspann dich in diese Bereiche weiter und weiter und spür, wie bei
dieser Prozess der Entspannung der Kontakt mit dem Boden deutlicher wird, klarer wird. Und wie allgemein deine Sitzhaltung stabiler wird. Stabilität heißt in Sanskrit Sthira. Und Sthira ist eine der zwei Eigenschaften, die notwendig sind, damit wir eine Körperhaltung Asana nennen dürfen. Deine Schultern, deine Arme, deine Hände, deine Finger sind auch entspannt. Der gesamte Nackenbereich und Kehlebereich fühlt sich locker. Die Gesichtsmuskulatur ist entspannt, besonders die Stirn und der Bund zwischen deinen Augenbrauen. Die kleinen Muskeln um deine Augen herum sind locker, genauso wie die Kiefermuskulatur. Bring jetzt deinen Fokus auf die Mittelachse zwischen deinem Beckenboden und deinem Scheitel. Du wächst in diese Achse gerade nach oben, nach und nach. Ohne Anstrengung, ohne körperliche Anstrengung, ohne geistige Anstrengung. Und du spürst, wie bei dieser Aufrichtung der Körperposition, der Körperhaltung immer leichter wird. Leichtigkeit heißt in Sanskrit Sukham. Und Sukham ist die zweite Eigenschaft, die notwendig ist, damit wir eine Körperhaltung Asana nennen dürfen. Sthira Sukham Asana. Stabil und leicht gleichzeitig. Verbinde dich jetzt mit dem Fließen des Atems in deinem Körper. Lass diese Fließen beim jedem Atemzug langsamer und tiefer werden. Dieser Prozess passiert ohne jegliches Element von Anstrengung, keine körperliche und keine geistige Anstrengung. Ab nächster Atemzug lässt deine Ausatmungen aktiver werden, und zwar mit einer bewussten, gleichmäßigen Kontraktion der Bauchmuskulatur. Diese Kontraktion ermöglicht die Bauchdecke in dem Bereich unter dem Nabel sich langsam und gleichmäßig Richtung Wirbelsäule zu bewegen. Diese Technik nennen wir aktive Ausatmung. Langsam, tief, aktiv ein und aus. Diese Atemmuster begleitet gesamte Asana-Praxis, führt die gesamte Asana-Praxis. Irgendwann wird zur Gewohnheit, so auf der Matte zu atmen. Bis dahin, immer wieder, wenn du dich daran erinnerst, langsam, tief, aktiv ein und aus. Dann öffnest du langsam deine Augen und kommst du in Stehenposition. Diese Position, diese Asana heißt Samasthiti. Das bedeutet gleichmäßig stehen. Links und rechts stehst du gleichmäßig. Das heißt, dein Gewicht ist gleichmäßig verteilt.
mach dich lang in deine Mittelachse. Die Koordination Atembewegung-Körperbewegung passiert auf drei Ebenen. Also sind drei die Faktoren, die diese Koordination beeinflussen. Die erste, und wir werden hier bleiben für heute, ist die Länge. Das heißt, jede Bewegung sollte so lang sein, jede Körperbewegung sollte so lang sein, wie deine Atembewegung. Du atmest als Vorbereitung aus. Nächste Einatmung, bewegst du deine Arme seitlich nach oben und gehst du auf die Zehenspitzen. Tadasana. Ausatmend kommst du langsam zurück in die Ausgangsposition. Einatmend gehst du in Tadasana. Dein Blick ist auf einen Punkt, etwa 2-3 Meter vor dir auf dem Boden aufgerichtet. Ausatmend kommst du langsam zurück in die Ausgangsposition. Und hier für Körperbewegung meinen wir nicht nur die Arme, sondern auch die Füße. Beide Bewegungen, Arme und Füße, sollten mit dem Atem koordiniert sein. Und miteinander koordiniert sein. Das heißt, der Moment, wo die Hände den Körper berühren, ist genau der Moment, wo das Gewicht wieder auf die Ferse geht. Noch zweimal mit einem Atemrhythmus. Bei nächster Einatmung gehst du wieder hoch in Tadasana. Verschränkst du deine Finger, drehst du deine Handfläche nach oben, streckst du deine Arme bei der Ausatmung, beugst du dich nach links, spürst du die Dehnung auf die rechte Seite deines Körpers. Einatmend streckst dich und kommst du wieder ins Zentrum. Ausatmend, beugst du dich nach rechts, spürst du die Dehnung auf der linken Seite deines Körpers. Einatmend, kommst du wieder hoch, sanft lässt du die Finger auseinandergehen und kehrst du zurück in die Ausgangsposition. Einatmend, gehst du hoch, Tadasana. Die Hände nach oben drehen, ausatmend, Seitdehnung in die Gleichgewichtshaltung. Einatmen wächst du nach oben, beugst du dich nach rechts bei der Ausatmung, kommst du ins Zentrum und wieder ausatmen. Kehrst du zurück in die Ausgangsposition und übst du diese kleine Folge noch zweimal mit deinem Atemrhythmus.
Wenn du kannst, streich beide Arme. Nächste Asana ist Uttanasana genannt. Das ist die Vorbeuge im Stehenposition. Tana bedeutet Dehnung. Wir dehnen das hintere Seite des Körpers. Einatmend bringst du die Arme nach oben. Ausatmend gehst du in Uttanasana in eine leichte Variation mit der Arme hinter auf deine Rücken. Hier die Knie sind locker, nicht durchgestreckt. Einatmend kommst du wieder hoch. Bei der Ausatmung lässt die Arme zurück in die Ausgangsposition kommen. Nochmal auf diese Weise. Einatmen die Arme von vorn nach oben. Bei der Ausatmung gehst du in diese leichte Form von Uttanasana. Mit der Arme hinter entspannt auf deine Rücken. Ellbogen und Schultern sind locker, der Kopf ist locker. Einatmend kommst du wieder hoch. Streck dich nach oben und aus. Bringst du deine Arme zurück. Jetzt erweitern wir diese Folge. Bringen wir den Fokus in die Extension der Brustwirbelsäule. Einatmend, streck dich nach oben. Das ist das Ut-Teil des Uttanasana. Ut bedeutet nach oben und Tana bedeutet Dehnung. Dann beug dich nach vorne, bringst du deine Arme nach hinten. Jetzt bei der Einatmung bewegst du deine linke Arm von unten nach vorne und kommst du in Ardha Uttanasana, die Halb Uttanasana. Ausatmend beugst dich wieder nach vorn, bringst du beide Arme nach hinten. Fokus auf die rechte Seite deines Körpers. Einatmend Ardha Uttanasana mit Fokus in die Streckung, in die Extension der Brustwirbelsäule. Ausatmend schließ dich wieder in Uttanasana. Bei der Einatmung kommst du wieder hoch, durch beide Fußsohlen gleichmäßig bei dieser Bewegung nach oben und aus, zurück in die Ausgangsposition. Noch einmal auf diese Weise. Dein Atem fließt immer gleichmäßig. Genau so fließt die Bewegung des Körpers. Keine plötzliche Bewegung, kein Schwung, kein plötzlich runterfallen lassen. Wie eine Schweizer Uhr. Die Bewegung ist immer gleichmäßig. Wie ihr seht, das gibt unserer Praxis eine besondere Qualität. Es ist nicht mehr wichtig, was wir tun, sondern wie wir es tun. Das ist zentral, wesentlich in die Praxis. Jetzt wir intensivieren ein bisschen diese Praxis.
Einatmen bringst du beide Arme nach oben. Bei der Ausatmung beuge dich in die vollkommene Uttanasana. Kontrahiere unter den Nabel bei dieser Bewegung. Bring die Hände nach unten. Einatmen, Ardha Uttanasana, beide Arme nach vorn. Wenn für dich okay ist, bring deine Handfläche zusammen. Ausatmen, schließ dich wieder in Uttanasana. Bleibst du einen Atemzug in Uttanasana? Bei der Einatmung kommst du wieder in Ardha Uttanasana. Bleibst du dort aus, kontrahiere bewusst unter deine Nabel. Bleibst du dort ein, mach dich lang. Denk, dass jemand dich aus den Händen nach vorn zieht. Ausatmen, schließ dich in Uttanasana. Ja, üben diese leichte, also ihr übt diese leichte Statik noch zweimal. Ardha Uttanasana ein. Bleibst du dort aus, kontrahiere unter den Nabel. Bleibst du dort ein, extendiere in die Brustwirbelsäule. Bei der Ausatmung schließ dich wieder in Uttanasana. Eine letzte Mal auf diese Weise. Brustwirbelsäule im Fokus. Bei der Einatmung kommst du hoch. Und aus. Arme zurück. Dann machst du einen großen Schritt nach vorne mit deinem linken Fuß. Dein rechter Fuß, das hintere Fuß, ist angenehm nach außen gedreht. Und diese Ausgangsposition, die Parshva genannt ist, seitliche Position, braucht eine Ausrichtung des Beckens nach vorn, die Schultern sind entspannt. Das hintere Bein bleibt die ganze Zeit gestreckt und das hintere Fuß die ganze Zeit fest mit dem Boden verbunden, besonders die äußere Kante. Die nächste Asana heißt Virabhadrasana. In Deutschland der Krieger. Genannt, weil Virabhadra ist der Name eines berühmten Helden. Du atmest als Vorbereitung aus. Wir machen eine Variation erstmal von Virabhadrasana mit dem Fokus in der Brustwirbelsäule. Du atmest als Vorbereitung aus wieder und nächste Einatmung kommst du in Virabhadrasana, bewegt die Arme erstmal vorne, Schulterhöhe und dann öffnest du sie seitlich. Diese Bewegung verursacht eine mechanische Extension der Brustwirbelsäule. Ausatmen, erstmal zurück in die Ausgangsposition. Nochmal die gleiche Bewegung, Fokus in deine Brustwirbelsäule. Spür, wie diese Bewegung Brustwirbelsäule beeinflusst. Und aus, zurück in die Ausgangsposition. Der nächste Schritt, ihr intensiviert diese Asana, einatmend Virabhadrasana mit der Arme seitlich, Fokus in der Brustwirbelsäule,
Ausatmen, dort kontrahiere bewusst unter den Nabel, drück deine hintere Fuß, streck deine hintere Bein. Bei der Einatmung bewegst du deine Arme nach oben, behaltest du dabei die Extension in der Brustwirbelsäule, intensivierst du die gesamte Position. Ausatmen, kehrst du erstmal zurück in die Ausgangsposition. Einatmen, wieder Bhadrasana, Fokus, Brustwirbelsäule. Bleibst du dort bei der Ausatmung, kontrahiere unter den Nabel bewusst. Bei der Einatmung bewegst du deine Arme seitlich nach oben. Bleibst du dort, atme dort aus. Atme dort ein, streck dich weiter nach oben und aus. Kommst du zurück in die Ausgangsposition. Einatmen, wieder Bhadrasana. Variation mit Fokus in Brustwirbelsäule. Atme dort aus. Bei der Einatmung intensivierst du die Position, indem du die Arme seitlich nach oben bringst. Bleibst du dort deinen Atemzug. Noch einmal auf diese Weise. Dann bringst du deine linke Fuß zurück nach hinten. Gehst du in Samasthiti und spürst du nach. Die Asymmetrie im inneren Raum. Die gedehnte Seite. Die Seite, die mit Kraft gearbeitet. Dann öffnest du wieder deine Augen, wenn sie zu sind, und machst du einen großen Schritt nach vorn mit deinem rechten Fuß. Dein linker Fuß dreht sich angenehm nach außen, dein Becken ist nach vorn orientiert, deine hintere Bein bleibt die ganze Zeit gestreckt. Wir bauen langsam auf die ganze Folge. Du atmest als Vorbereitung aus, kontrahiere bewusst unter den Nabel bei der Einatmung, kommst du in wieder Bhadrasana, Variation, mit der Arme seitlich, Fokus in die Brustwirbelsäule. Ausatmend kehrst du langsam zurück in die Ausgangsposition. Nochmal auf diese Weise einatmen, wieder Bhadrasana. Ausatmen, kehrst du zurück in die Ausgangsposition. Wir intensivieren jetzt die Asana. Einatmen, wieder Bhadrasana. Arme seitlich, bleibst du dort. Ausatmest dort, kontrahiere unter den Nabel. Bei der Einatmung intensivierst du die Extension in die gesamte Rückenmuskulatur. Und bei der Ausatmung kehrst du zurück
in die Ausgangsposition. Einatmen, Virabhadrasana. Dort aus. Bei der Einatmung bewegst du deine Arme seitlich nach oben. Wir intensivieren die Extension in der Wirbelsäule und die Aktivität der Rückenmuskulatur. Bleibst du dort, deine Atemzug. Und aus. Noch zweimal auf diese Weise mit einer kleinen Statik in die Position. Ohne Eile. Bist immer 100% mit deinem Atem verbunden. Und eine letzte Mal. Dann bringst du deine rechte Fuß zurück. Lass erstmal deine Atem wieder ruhiger werden. Nächste Einatmung, bringst du deine Arme von vorn nach oben. Bei der Ausatmung beug dich wieder nach vorne in Uttanasana. Einatmend kommst du in Ardha Utkatasana, der Halbhockerasana. Die Oberschenkel bewegen sich fast parallel zum Boden. Ausatmen gehst du in Utkatasana, ganz nach unten, bringst du deine Arme nach vorn. Einatmen kommst du ganz nach oben und aus, bewegst du deine Arme wieder zurück in die Ausgangsposition. Einatmen die Arme von vorn nach oben. Uttanasana, die Vorbeuge im Stehen. Ardha Utkatasana, der Halbhocker. Utkatasana, Hockerposition. Und bei der Einatmung beweg erstmal die Arme nach oben, streck die Brustwirbelsäule und kommst du hoch. Ausatmen, die Arme zurück. Jetzt mit einer kleinen Statik. Einatmen, die Arme von vorn nach oben. Uttanasana aus.
Ardotkatasana ein. Utkatasana aus. Jetzt bei der Einatmung bring deine Arme nach oben, bleib in Utkatasana, an Fläche zusammen, bleibst du dort. Zwei Atemzüge. Ohne Eile, atme langsam, tief und aktiv. In der Tradition verwenden wir auch manchmal den Klang der Stimme, um diese Gleichmäßigkeit, zumindest der Ausatmung, zu monitorieren. Heute machen wir das aber nicht. Und aus die Arme zurück. Beginnst du? Gehst du langsam auf der Ferse sitz? Der Name dieser Asana heißt Vajrasana. Ist auch der Name einer Held. Vajra. Nächste Einatmung kommst du hoch im Kniestand. Und bei der Ausatmung beug dich nach vorn, die Stirn auf dem Boden. Kommst du in Chakravakasana bei der Einatmung. Die Arme sind aktiv, heb dein Brustbein. Adho Mukha Svanasana, der Hund, der schau nach unten bei der Ausatmung. Einatmend kommst du zurück in Chakravakasana. Sanft die Knie auf den Boden bringen. Bei der Ausatmung schließ dich in die Rundung. Entspann dabei am Ende der Bewegung deine Arme, Gewicht weg aus deine Hände. Einatmend kommst du im Kniestand. Und bei der Ausatmung gehst du zurück in die Position. Und weiter so, einatmen hoch. Auch hier alle Bewegungen sind perfekt synchronisiert mit der Bewegung des Atems. Bleibst du hier in Adho Mukha Svanasana einen Atemzug? Der Fokus hier liegt in der Streckung der Wirbelsäule. Es kann sein, dass um diese Streckung zu erreichen, du leicht deine Knie beugen musst. So what? Und diese Folge übst du noch einmal. Bleibst du in Adho Mukha Svanasana, also diese Endposition, der Hund, der schau nach unten. Zwei Atemzüge. Kontrolliere unter der Nabel bewusst bei mir die Ausatmung.
Dann kommst du in die lange Sitz. Diese Asana, die ihr jetzt übt, die Arme seitlich nach oben, die Fingerverschränkung wechseln, bleibst du dort aus, einatmen, wächst du nach oben, versuch weiter, langsam und tief ein- und auszuatmen, ohne Eile, ohne Druck in deinem Atem. Und dann bei der nächsten Ausatmung die Finger sanft auseinander. Und die Arme zurückbringen. Jetzt schauen wir, was passiert das letzte Mal, wenn Michael die Knie streckt. Oder vielleicht gehst du erstmal in Position und dann streckst du die Knie. Und dann sieht man, wie man die Streckung der Wirbelsäule verlieren kann. Einatmen, Arme hoch. Wechselst du wieder, wenn du oben bist, die Verschränkung der Finger, die Richtung, ja. Bleibst du dort und jetzt such die Beine zu strecken und schau, was passiert. In die, er behält die Streckung der Brustwirbelsäule. Das heißt, passiert nicht viel. Okay, dann kannst du so üben. Michael, genau. Und aus, Finger auseinander und zurück. Hast du bemerkt, die Streckung ist geblieben? Es war anstrengend, aber ist geblieben. Ja, kannst du dann so üben, ab jetzt. Manchmal, wir bauen auch Gewohnheiten auf im Yoga. Wir beugen die Knie und wir beugen immer die Knie. Why? Manchmal sollen wir testen, was passiert jetzt, wenn wir die Knie strecken. Aber vielleicht kannst du das zeigen, was normalerweise passiert. Also die Knie sind jetzt gebeugt. Yes. Und schau, was passiert sehr oft bei der das Knie strecken. Also man geht in eine Rundung der Wirbelsäule. Wir brauchen aber eine vollkommene Streckung der Wirbelsäule in diese Asana. Das ist zentral. Und aus. Sehr gut. Als Ausgleich, wir wiederholen die Folge, die wir vorher gemacht haben. Also die Fersensitz-Ausgangsposition. Einatmen hoch mit kleinen Variationen. Bei der Ausatmung beuge ich nach vorn. Bring vielleicht jetzt deine Stirn nah an deine Knie, sodass den Nacken gut gedehnt werden können. Einatmen, kommst du in die Vierfüßestand, Chakravakasana. Ausatmen, drehst du den Kopf nach links, sanft. Einatmen, Kopf in Zentrum. Ausatmen, drehst du den Kopf nach rechts, sanft. Wir mobilisieren wir den Nacken, Muskulatur. Einatmen, kommst du ins Zentrum. Und bei der Ausatmung schließt dich wieder nach hinten,
Gesäß auf die Ferse, Stirn Richtung Knie, Dehnung in den Nacken. Bei der Einatmung kommst du wieder hoch und aus, zurück in die Ausgangsposition. Einatmen, Kniestand, Vajrasana, also die Vorbeuge, dieses Mal mit Fokus auf die Dehnung der Nackenmuskulatur, deswegen bringst du dein Stirn nah an deine Knie und entspann deine Arme. Chakravakasana ein, hebst du deinen Kopf und Anstrengung, lässt deine Wirbelsäule hängen. Bei der Ausatmung drehst du deinen Kopf sanft nach links. Einatmend wird der Kopf ins Zentrum. Ausatmen, Kopf nach rechts. Sanft und langsam mit deiner Ausatmung. Einatmen, Kopf ins Zentrum. Ausatmen, Rundung und kehrst du zurück. Die Vajrasana, die Stirn kommt nah an deine Knie. Bei der Einatmung kommst du hoch im Kniestand und aus, zurück in die Ausgangsposition. Noch einmal auf diese Weise. Am besten übst du mit geschlossenen Augen. Dann nimmst du eine bequeme Sitz ein. Wir werden diese Stunde beenden mit einer kleinen Mantra. Wir haben mit einem Mantra angefangen. Wir beenden mit einem Mantra, die vielleicht die meisten von euch kennen. Das Mantra heißt Om Shanti Shanti Shantihi. Mit einem besonderen Fokus. In Yoga rezitieren wir das Shanti. Shanti bedeutet Frieden. Dreimal. Das erste Mal für unser Körper. Wir möchten einen friedlichen Körper haben. Zumindest ein Körper, der uns in Frieden lässt. Der zweite Shanti ist für unseren Geist. Wir möchten einen friedlichen Geist haben. Und das dritte Shanti ist für die Worte oder noch besser, für die Art und Weise, wie wir mit der äußeren Welt kommunizieren.
Wir möchten eine friedliche Kommunikation schaffen. Und rezitieren wir jetzt dreimal Om Shantihi und dann einmal Om Shanti Shanti Shantihi mit diesem Fokus. Das erste Shanti für den Körper, der zweite Shanti für den Geist und der dritte Shanti für unsere Worte, kurz gesagt. Wir atmen tief ein Shanti. Tief einatmen. Om Shanti. Tief einatmen. Om Shanti. Jetzt verbinden wir die drei Ebenen des Shanti. Tief ein. Om Shanti, Shanti, Shanti. Und ich danke euch alle zu Hause und Michael, vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal.